Rom. Drei Buchstaben, ein Wort, drei Werke, ein Stück. Aus William Shakespeares Coriolan, Julius Caesar und Antonius und Kleopatra wurde Rom. Das am 23. März 2019 im Thalia Theater seine Premiere feierte. Regie führte Stefan Bachmann. Es spielen nur Männer. Jürg KZ, Bekim Latifi, Merlin Sandmeier, Niki von Tempelhof, Pascal Hodous, Thomas Niehaus und André Szymanski. Worum geht's? Es geht um Volksvertreter, die die Stimme des Volkes repräsentieren sollen. Und mit etwas ganz anderem beschäftigt sind. Kurz gesagt, ein Stück über Macht. Dieser rote Faden ist aber auch unbedingt notwendig, da die Masse an Geschichten, die Zuordnung der Charaktere, die Deutung der Kostüme sonst zu unübersichtlich wird. Stefan Bachmann erfreut uns mit dieser kreativen Inszenierung. Besonders in Erinnerung geblieben ist uns die Ermordung Caesars als Stummfilmszene. Mehr wollen wir gar nicht spoilern. Merlin Sandmeier als Bote und Pascal Hurdus als Kleopatra überzeugen durch komödiantische Eleganz. Und man bemerkt fast nicht, dass keine Frau auf der Bühne steht. Rom bleibt als ein sehr gelungenes, anspruchsvolles und schon sehr langes Stück in Erinnerung, bei dem wir Vorinformationen empfehlen. Endlich wieder Sprechtheater. Wir vergeben 4 von 5 Sternen. Wir könnten jetzt noch auf so vieles eingehen. Das Bühnenbild ist auch mega. Also. Geht auf jeden Fall in das Stück, schaut es euch an und sichert euch auch gerne Tickets im Mittelrang, weil das ist bei dem Stück auch sehr zu empfehlen. Da sieht man auch ziemlich gut. Genau. Und wenn euch das doch nicht zusagt, dann guckt euch eine andere Kritik an. Vielleicht bewegt die euch dazu, ins Theater zu gehen.